eines der größten Bunde überhaupt auf dieser Erde, auf dieser Welt, ist der Bund des Glaubens. Der Bund des Islam. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer so sein lassen und uns, so wie er uns heute versammelt hat, im Paradies versammeln mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir leben, meine lieben Geschwister im Islam, in einer etwas schwierigen Zeit. Und es ist eine Zeit, wo wir alles dafür machen müssen, unseren Iman zu bewahren. Denn der Iman, also der Glaube, ja, ist nicht irgendwie ein Gegenstand, den man besitzt, ja, und dann hat man ihn und dann ist alles gut. Ja, wie zum Beispiel, du hast dein Auto. Wer hat hier alles ein Auto? Keiner, alle kommen nur mit Bus und Bahn. Okay, mashallah, ein paar. Ja, man hat das Auto. Das Auto ist so selbstverständlich wie vielleicht die Luft da draußen oder hier. Und die Sonne und der Mond. Genauso hat jeder von uns eine Wohnung oder wohnt noch bei den Eltern. Und das ist so selbstverständlich, es ist da. Aber der Glaube, al-Iman, ist nicht selbstverständlich. Der Glaube, al-Iman, ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islama dina, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Islam ist vollständig. Man kann im Islam weder etwas hinzufügen, noch kann man vom Islam etwas wegnehmen. Das heißt, diese ganzen Erneuerungen, die wir sehen, ja, der eine meint, der kann ein bisschen Hu rufen, der andere meint, der kann ein bisschen tanzen in der Moschee und der andere meint, der kann den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam feiern. Das geht nicht. Warum? Weil der Islam ist komplett. Und wenn jemand kommt und sagt, nee, 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 das muss gemacht werden, weil das ist gut, dann hat er damit indirekt den Islam beschuldigt. Und dann hat er indirekt damit behauptet, dass der Islam nicht vollständig ist. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ich habe euch heute eure Religion vervollständigt, das heißt in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer bin ich und wer bist du? Und wer kann noch danach kommen und sagen, dass irgendetwas gut ist, was nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat? Das heißt, wenn man das macht, dann wird man damit indirekt sagen, dass der Islam nicht vollständig ist und damit stellt man Allah subhanahu wa ta'ala, ja, als Lügner dar. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Und ich habe meine Gabe auf euch vervollständigt. Welche Gabe ist hier gemeint? Wer weiß es? وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Von welcher Gabe wird hier geredet? Ja. Koran, Sunna. Koran und Sunna, ja. Aber vielleicht mit dem Thema bezogen. Was haben wir erwähnt am Anfang? Was ist das Wichtigste, was in der Hand? Was ist nicht selbstverständlich? Iman. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Und ich habe meine Gabe auf euch vervollständigt, bedeutet, ich habe euch die beste Gabe überhaupt gegeben, das ist die Gabe des Glaubens. Warum? Weil die Gabe des Glaubens ist das, was dich zu einem vernünftigen Menschen macht. Wir wissen ja, wir haben Menschen, wir haben Tiere, Pflanzen, die Dschinn. Aber das, was uns als Menschen auszeichnet, ist was? Ist die Vernunft. Ist die Menschlichkeit, die Barmherzigkeit, der Verstand, der Glaube, al-Iman. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد